So, meine YouTube-Freunde, da bin ich wieder zu Little Big Adventure 2. Genau, und ich hab euch ja mal was versprochen. Ich recherchiere mal und guck mal, wie wir unendlich viele Kleeblätter bekommen. Also ihr wisst schon, dass da unten unsere Leben im Prinzip über Super Mario. Da habe ich auch was rausgefunden, aber zuerst möchte ich euch mal vorher was zeigen. Wir gehen nochmal zum Heilmagier. So. Und was wollte ich euch zeigen? Ach ja, das wollte ich euch zeigen. Das ist nachher noch wichtig. Moment. Hier gibt es ja den Hebel. Dann können wir hier reinkriechen. Genau. Was steht hier nochmal? Blumenstraße. Naja, ja, gut. Riecht wahrscheinlich gut. Und hier, schaut mal. Das ist so ein kleines Rätsel, was wir lösen könnten. Aber ich glaube, das funktioniert jetzt eh noch nicht. Wir müssten da auf den Baumstämmen unten rumsurfen. Hier, seht ihr die? Da haben wir sie. Ich habe eine andere Lösung. Die werde ich euch gleich präsentieren. Ist so eine Art Abkürzung, glaube ich. Oh Mist. Ja, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Ich lade mal. Und zwar hier. So, ihr habt es gesehen, ne? Diesen Hebel habe ich betätigt, bla 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 bla. Ich wollte aber noch zeigen, wie wir unendlich Kleeblätter bekommen. Es ist ein wenig anstößig, will ich meinen. Ach und, wir haben das letzte Mal hier die Gallussäure auch noch bekommen. Die hatte ich plötzlich im Inventar. Ich glaube, die haben wir durch den Blitzzauber auch noch mitbekommen. Ich wüsste nicht, woher sonst. Ich glaube, vorher hatte ich die noch nicht im Inventar. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Wir haben sie auf jeden Fall drin. Solltet ihr zu dem Zeitpunkt auch haben. Weil die ist gleich noch wichtig für das, was ich vorhab. So, jetzt geht's aber erstmal an die Kleeblätter, an den Kragen. Ihr werdet gleich sehen, warum ich sage, es könnte etwas anstößig sein. Etwas verrucht. Oh, da ist wieder der. Der trifft mich schon nicht. Okay. Ja, ihr seht hier die Kuh, ne? Bloß eine gute Position. Okay, und jetzt wartet mal ab und los geht's. Es sieht schon allein lustig aus, oder? Guckt mal her. Entschuldigung, ja, es muss sein. So, jetzt aber. Hier, zack, 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 zack. Ihr wisst schon, wenn wir... Ja. Ich muss dazu gar nichts mehr erwähnen, oder? Geil, ne? Jetzt haben wir nämlich hier unsere Kleeblätter voll. Und falls wir wieder mal alle verlieren sollten, wissen wir ja auch von oben. Von oben sieht das bestimmt auch lustig aus. Oder? Mal schauen. Ja, und sieht man kaum, der Baum verdeckt alles. Ist auch vielleicht auch gut so. Aber zu dem Trick, ich laufe einfach und das ist eigentlich das Ausweichen. Das habe ich noch nie benutzt. Weil das ist zu affig irgendwie. Ich weiß nicht. Das hilft auch irgendwie kaum. Also ziemlich schwachsinnig. Ich muss da immer wieder lachen, sorry. So, jetzt gehen wir erstmal. Und ich zeige euch jetzt, wie es weitergeht. Daran erinnere ich mich nämlich noch, weil wir so lange daran gehangen haben. Natürlich kann man jetzt das bei dem Wettermagier, dieses Labyrinth da machen und mit den Baumstämmen. Ah, ist kein Labyrinth, aber... Ihr wisst schon, was ich meine, da wo man durchcrouchen kann. Aber es geht auch einfacher. Und zwar muss ich zum Nachbarn. Ja, es ist immer der Nachbar. Immer. So, oh, da sind sie wieder. Der hat hier so eine schöne Karte. Oh, das scheint ein Plan zu sein. Leider absolut unleserlich. Hier ist ein sehr interessanter Plan der Kanalisation.
Aber du musst warten, bis ich ihn restauriert habe, bevor du ihn sehen kannst. Dazu brauche ich ein Fläschchen Gallussäure. Leider gibt es davon keine mehr auf unserer Insel. Ja, und das erfährt man auch wirklich nur, dass er die Gallussäure braucht, wenn man den Plan anschaut. Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Eben zum ersten Mal. Deswegen wissen wir, dass er Gallussäure braucht, der alte Herr hier. Und wir müssen ja in die Kanalisation. Im Prinzip, bei einem Wettermagier kriecht man halt runter dann in die Kanalisation. Das ist die mit den Baumstämmen da. Und da müssen wir hin. Und das werde ich auch so gleich tun. Ich will nur kurz was ausprobieren. Nein, komm, wir bleiben mal ernst. Das ist so blödsinnig. Die Zauberkreide haben wir auch noch nie verwendet, oder? Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie wir da irgendwas hinschreiben oder hinkritzeln können. Guten Tag, lieber Nachbar. Ja. Guten Tag, Twin. Guten Tag, Twin. Ich beschäftige mich immer noch mit der Arbeit meines verstorbenen Sohnes. Alle scheinen schreckliche Angst vor diesem verkostümierten Fremden zu haben. In meinem Alter hat man schon ganz andere Dinge gesehen. Ja, aber das hast du noch nicht gesehen. Hier, nimm dies. Jetzt, wo ich das wieder rausgefunden habe, ist das wirklich so lächerlich. Egal, ich will mich damit jetzt nicht aufhalten. Er braucht hier die Gallussäure. Genau das brauche ich. Ich werde es für den Plan der Kanalisation verwenden. Ja, gut. Mach mal hin, ne? Oh, was ist denn jetzt los? Hallo? Ich glaube, ich stehe dem Weg. Ja. Oh, jetzt beeil dich doch mal. Komm schon, Beilung. Los, hepp, 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 schneller. Ich kann ja hier mal eine Runde pennen, glaube ich, im Bett. Die Gallussäure hat einen Text zum Vorschein gebracht, der zuvor unsichtbar war. Hier ist von der kleinen Pyramide die Rede, die ich haben soll. Hier, nimm die. Hallo? Dein Nachbar hat dir gerade einen pyramidenförmigen Schlüssel gegeben. Ja, und wo wir den einsetzen müssen, dazu gleich mehr. Jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Boah, ich hier noch Kotrammel. Oh, ich hab das schlimme Wort gesagt. Verzeihung. Aber ich... Das musste jetzt einfach mal sein. Oh Gott. Kommen wir an dem vorbei? Ja, links. Das müssen wir. Ich weiß bloß nicht mehr, wo das ist. In die Taverne. Die müsste hier irgendwo sein. Hinten ist was. War das hier? Nee, da war der Laden, wo wir Sachen kaufen konnten. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ah, hier kommen wir jetzt leider nicht mehr lang. Ich muss einfach mal alle Häuser abklappern. Was ist hier? Ah doch, hier ist es. Hier müssen wir rein. Und jetzt wird es gleich heftig. Dazu brauchen wir die Kleeblätter, ich sag's euch. Ich speichere trotzdem vorher mal. Ich weiß, dass es hier ziemlich schwierig war. So, los, kommt her. Hier, den hinten könnten wir vielleicht noch im Blasrohr abtreffen. Vielleicht geht das. Na, das schießt nicht so weit. Und wie sieht's aus, wenn wir näher kommen? Man, noch macht der nichts. Der hinten ist betrunken da in der Ecke. Das ist gut. So, jetzt aber, oder? Ja. Seht ihr? Guck, jetzt kommt der Hund hier. Dieses Drecksbiest. Muss schnell reagieren. Ja, mach doch mal einen auf aggressive. Nicht vorsichtig, aggressiv. Na, das hilft nicht. So. Dumme Töle. Also noch so schreien. Weil jetzt kommen hier noch zwei Gegner eben. Und na, seht mal, zwei Leben. Das bringt es ja bei unserer Lebensenergie kaum. So. Jetzt muss ich probieren. Jetzt muss ich wirklich schaffen, irgendwie
Reiße ich den so da hinten? Ah, fast. Ja, ja, es geht. Super. Ha. So schalten wir den einen aus. Auch wenn es ein bisschen länger dauert. So. Der erste ist schon mal down. Und bringt uns... Ja, gut. So, und du nochmal. Also das Blastrohr ist wirklich so eine geile Waffe. Warum habe ich die vorher nicht verwendet? Ich weiß es nicht. Ich finde die toll. So. Geht's nochmal den hier an den Kragen. Ich glaube, den kriege ich auch so down. Oh nein. Nee, nee, der wacht wieder auf. Ey. Oh, dieser Drecksack wacht wieder auf. Oh ja, guck, jetzt haben wir das Kleeblatt verbraucht. Nein, trifft uns trotzdem mit. Hier aber nicht. Können wir den hier treffen? Nein, schade. Das wäre jetzt klasse gewesen. Wie machen wir das jetzt gegen den hier? Wenn ich mal rausgehe. Wenn ich rausgehe, sind die anderen Gegner wieder da. Das ist das Problem. Und ich muss da hinter die Theke. Ich muss da hinten irgendwie hinkommen. Na, hier trifft es uns auch nicht. Aber vielleicht wir durch. Ach, guck mal hier. Was funktioniert das jetzt? Ach, schade. Doch, doch. Komm. Nein, nein, wir stehen wieder falsch. Da muss ein Stückchen noch nach hier. Ja, gut. Eben haben wir den Blitzzauber verwendet. Okay. Okay, das war aus Versehen. Also funktionieren die Buttons doch. Jetzt haben wir aber gar keine Mana mehr. Ach, verdammt. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich muss erstmal wieder schauen, wo ich meine Mana auffülle. Weil hier dürften wir, genau, jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Aber jetzt muss ich erstmal meine Mana wieder auffüllen, dass wir den Blitzzauber betätigen können. Oh, da gammel ich wahrscheinlich jetzt lang rum. Werfen Sie 5 Kasches ein, um einen Titel zu hören. Nee, 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 komm, oder? Doch, hier. Zweiter Titel. Wir haben genug Kasches. Kann ich hier mal, bitte? Werfen Sie 5 Kasches ein. Sie erhalten dafür 10 Zauberpunkte. Alles klar, werden wir tun. 10 Zauberpunkte. Wir haben genug Kasches. Notfalls können wir uns irgendwo noch welche werfen holen. Werfen Sie 5 Kasches ein. Sie erhalten dafür 10 Zauberpunkte. Ja, ist klar, ne? So. 10 Zauberpunkte. Können wir hier auch feilschen? So, ich glaube aber nicht. Hier nicht auf dem türkischen Basar, ne? Den Schlüssel haben wir dafür benötigt, im Übrigen. Und jetzt geht's mal hier weiter. Hier rüber. Oder auch nicht. Mal hier so im Slalom laufen. Oh, hier hätten wir nochmal was holen können. Okay, hier. Nee. Nee. Nee, okay. Können wir die Sachen hier irgendwie zerstören? Nee. Ich dachte, wir mussten hier runter. Ah, Trugschluss. Oh, doch. Hier sind wir. Und da konnten wir nur hin, glaube ich. Nein, hier unten kommen wir immerhin, genau. Aber die Pyramide ist wichtig, dass dieses Ding hier. Haben wir's? Das hier. Nee, Kommunikator. Hier, das ist noch wichtig. Pyramidenschlüssel. Werdet ihr gleich sehen, warum? Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich glaube, eigentlich müsste sich jetzt hier unten diese Tür hier öffnen.
Oder offen sein. Ach, Kacke. Ich weiß, was wir vergettet haben. Komisch. Scheint ein Schloss zu sein. Ah, nein, haben wir doch nicht vergessen. So. Perfekt. Hier unten ist nämlich, da muss der nämlich rein. Supi. Also ihr habt das alles nicht gesehen. Ich habe das alles blind und frei Schnauze gemacht, ne? Keine Erinnerungen von damals abgerufen. So, und da müssen wir, glaube ich, jetzt den Blitzzauber betätigen. Werde ich einmal tun. Du hast gerade die Kugel von Sendel wiedergefunden. Mit ihr hast du eine neue Magiestufe erlangt, die Stufe Roter Ball. Außerdem kann bei Gefahr eine Sendel Kontakt mit dir aufnehmen. Sehr schön. Okay, jetzt dürften wir eigentlich noch einen besseren Ball haben, oder? Schau mal. Nein, ja, der rote Ball, habt ihr ihn gesehen? Eben hier. Schön rot. Rot ist auch meine Lieblingsfarbe. Für alle, die das noch nicht wissen. Ha, ich glaube, der springt noch weiter und macht noch mehr Schaden. Super. Das haben wir jetzt auch. Die Kugel von Sendel in unserem Gepäck. Twinsen, ich bin auf dem Smaragdmond. Die Esmeria haben einen teuflischen Plan. Die Entführung von Magiern und Kindern ist nur ein kleiner Teil davon. Sie wollen unseren Planeten zerstören. Twinsen, du musst unbedingt herkommen. Aber wie denn? Du bist doch mit deinem Raumfahrzeug losgefahren. Ich habe keines da. Die Esmeria haben einen Militärstützpunkt irgendwo auf der Wüsteninsel errichtet. Du musst ihn finden und dort ein Raumschiff stehlen. Nur du kannst jetzt Twinsen noch retten. Alles klar. Okay. Die Geschichte kommt jetzt gut in Fahrt. Der Plan der Außerirdischen nimmt langsam Hand und Fuß an. Nach der Kindesentführung und der Magierentführung müssen wir dafür jetzt sorgen und die Leute stoppen. Ach, und schaut mal, da wir das diesen Zauber jetzt haben, hat es da oben aufgehört zu leuchten. Aber was ich befürchte, ist, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Nee, sieht nicht so aus. Was ist das da überhaupt? Wasser? Und hier neben? Ist es Blut? Gebrochene Herzen? Keine Ahnung. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Ist hier noch was drin? Ah, Magie können wir jetzt ganz gut gebrauchen. Aber wir haben alles wieder voll, ne? Super! Okay, jetzt müssen wir nur wieder hier rauskommen. Oh je. Das sehe ich jetzt als ziemlich schwer an. Wie wollen wir denn hier weg? Sterben ist keine Option jetzt für mich. Was ist denn da? Oh, guck mal. Ein Paket da drüben. Ich versuche mal rüber zu springen. Ich speichere vorher. Im Prinzip können wir ja auch unsere Kleeblätter verbrauchen. Wir wissen ja, wo es wieder Nachschub gibt. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Muss ich halt gut timen. 1, 2 und yep. Nein, so weit kommen wir nicht. Schade. Ich lade jetzt erstmal nicht. Wir holen uns einfach neue Kleeblätter. Ah, wie komme ich denn hier raus wieder? Muss ich von hier aus springen? Na gut, ich lade doch. Entschuldigung. So. Ich glaube, ich muss von hier aus auf das Ding hier. Und dann fährt es uns da hinten hin. Ich möchte mal wissen, was in der Kiste drin ist, Leute. Vielleicht ist da ja was Wertvolles drin. Das sollten wir eigentlich schaffen. Yes. Gut, jetzt springe ich hier nicht ab. Erst wieder da vorne. Ne? Na gut, die Fledermaus. Vielleicht. Wartet. Sollten wir die mal. Oh, jetzt habe ich aus Versehen in den Fenstermodus gewechselt. Ah, Mist, dann kommt er nicht mehr raus. Oder? Doch, jetzt geht's wieder. Ich dachte schon. So, und yep. Nein, da kommen wir irgendwie hinten nicht hin. Ich glaube, da muss ich was anderes probieren. Doch, ach, guck mal. Aber vielleicht müssen wir doch auch nochmal da hoch. Das weiß ich natürlich nicht.
Kann natürlich auch sein. Ach, hier sind Kasches. Was ist denn das für ein Scheiß? Kasches. Will der mich hier verarschen? Und, ach, guck mal, nochmal ein Schlüssel. Der könnte noch nützlich werden. Okay, will uns vielleicht doch nicht verarschen. Vielleicht brauchen wir den noch irgendwann. Sorry, eben mit dem Fenstermodus. Es passiert halt mal. Zack. Ich behalte mir einfach mal den Schlüssel. Da vorne könnten wir wieder rauskommen. Schaut mal oben. Ich probiere es einfach und... Hepp. So. Nee, nee. Ach, schade. Was steht hier? Die Waldstraße statt der Blumenstraße. Blumenstraße? Nee, noch immer die Blumenstraße. Mist, aber wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Das ist die große Preisfrage. Daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Ich kann nicht alles im Gedächtnis haben. Erstmal die Fledermaus hier abschießen. Hab ich. Dann hier rüber jumpen. Und hepp. Geil. Irgendwie müssen wir doch hier wieder rauskommen. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Okay, Leben haben wir voll. Natürlich sind wir auch eben gestorben. Schau ich nochmal, dass wir den hier noch erreichen. Nein, Blitzzauber angewandt. Oh, ich musste mir den auf eine andere Taste legen. Geil. Geil, ich brauche unbedingt die Kleeblätter dann wieder. Hier kommen wir auch nicht raus. Mensch. Ein klein wenig. Ach, guck mal, da ist noch so ein Ding für ein Kleeblatt. Haha. Das ist natürlich auch fein. Erstmal die Fledermaus besiegen. Komm schon. Wupp, wupp. Komm. Also, ich wollte gerade sagen, die weicht schon gut aus, aber... nicht so gut wie wir. So. Zack, da haben wir's. Sehr schön. Geh schon mal da hinten hin. Vielleicht gibt's ja noch was Interessantes drin. Ja, Magie und Herzen haben wir eh alles voll, weil wir ja gestorben sind. Das heißt, erstmal wieder zurück. Oh Mann, das ist schon hier krass, ne? Ohne Kleeblätter wäre das Spiel richtig happig schwer. Das ist auch so schon. Weil ich nicht weiß, wie ich hier rauskomme. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Und nu? Und nu? Na klasse. Ach, Moment. Wir können vielleicht auf so einem Baumding auch schweben. Boah, bin ich blöd. Wir können ja überhaupt hier rüber. Wir müssen ja halt mal diese Baumstämme da benutzen. Und da ist ein Hebel. Ich glaube, den sollten wir betätigen. Bloß, wie kommen wir da hoch? Ach, schau mal. So. Moment. Das haben wir gleich. Dann sind wir gleich hier draußen. Super, dann haben wir noch ein Kleeblattding abgesahnt. Kann ich das mit dem Dings hier erreichen? Mit dem Blasrohr? Nein. Mist. Ist rüberspringen eine Option? Ich probier's mal. Eins, zwei. Jeppa. Okay, ist keine Option. Ich hoffe, wir haben noch ein Kleeblatt, nicht Game Over. Okay. Irgendwie habe ich es geahnt. Irgendwie habe ich das geahnt. Na gut, wir müssen eigentlich nur den Hebel hinten betätigen. Und dann sind wir nächstes Mal wieder draußen. Ich setze dann einfach... ich spiele das jetzt offline. Zeige euch dann beim nächsten Mal, wie wir den Hebel hoffentlich betätigen.
und weniger Kleeblätter vielleicht verschwenden. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Little Big Adventure 2. Tschüss!